Nächste Rednerin ist Dr. Ute Fink-Krämer, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Gäste auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von dem russischen Schriftsteller Marschak gibt es ein Gedicht über ein vermutlich fiktives Gespräch zwischen ihm und seinem Enkel, das er 1957 veröffentlicht hat. Er fragt in diesem Gedicht, was der Enkel gerade spielt, und erhält die Antwort: U-Boot-Krieg. Als er dem Enkel vorschlägt, nicht Krieg, sondern Frieden zu spielen, läuft der Enkel los, kommt dann aber schnell wieder zurück. Großvater, wie spielt man Frieden? In der letzten Strophe des Gedichts schreibt Marschak, dass man aufhören müsse, mit dem Krieg zu spielen, damit die Kinder lernen könnten, Frieden zu spielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Und zum Frieden gehört nicht nur die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und Prinzipien und die Förderung von politischen Versöhnungsprozessen, die Außenminister Steinmeier in seiner Rede eben ausführlich beschrieben hat, sondern auch das friedliche Zusammenleben der Menschen vor Ort. Es geht darum, diejenigen zu unterstützen, die sich innerhalb ihrer Gesellschaft für Frieden und Versöhnung einsetzen und für die gewaltfreie Austragung von Konflikten. Dazu gibt es seit 2001 das Förderprogramm CIVIC, CIVIC wie zivile Konfliktbearbeitung, das aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes finanziert und vom Institut für Auslandsbeziehungen, IFA, inhaltlich und organisatorisch getragen wird. CIVIC fördert Projekte, die von oder zusammen mit ausländischen Projektpartnern entwickelt werden. Eines der Glanzlichter von CIVIC ist die Ausstellung Peace Counts über Friedensstifter, die Stationen unter anderem in Sri Lanka, in Mazedonien, Elfenbeinküste, in den Philippinen, in Russland, mehrfach in Indien, in Kolumbien, in Jordanien, in Afghanistan und Armenien hatte. Jeweils gezeigt, zusammen mit lokalen Partnerorganisationen, jeweils mit einem Begleitprogramm, auch und gerade für Schülerinnen und Schüler. Auch Theaterworkshops, Film- und Kunstprojekte mit Jugendlichen, die auf diese Weise lernen, sich aktiv für den Frieden in ihrem Land und die gewaltfreie Austragung von Konflikten einzusetzen, werden von CIVIC gefördert, zum Beispiel in Armenien. Oder es werden Organisationen unterstützt, die das oft hohe Gewaltniveau in Familien und Gemeinden nach Ende eines Bürgerkriegs senken wollen, zum Beispiel in Südafrika und Kolumbien. CIVIC IFA bietet an, Abgeordneten vor ihren Reisen mit Ausschüssen oder Parlamentariergruppen Informationen zu Projekten in den Reiseländern zu geben und Projektbesuche zu ermöglichen. Und das sollten wir alle nutzen. Auch die Menschen, die Projekte des zivilen Friedensdienstes durchführen, wie das Projekt, von dem Katrin Vogler eben gesprochen hat, im Libanon, würden sich über Abgeordnetenbesuche freuen. Die Projektverantwortlichen wünschen sich darüber hinaus eine verlässliche, mittelfristige Unterstützung. Im Libanon-Projekt sind nach ihrer Einschätzung 5 bis 10 Jahre notwendig, unabhängig davon, wie sich der syrische Bürgerkrieg entwickelt. Denn wir wissen aus anderen Konflikten, dass Kriegsflüchtlinge auch nach Kriegsende nur sukzessiv in ihre jeweilige Heimat zurückkehren können. Und die Konflikte, die sich innerhalb des Libanon derzeit wieder verschärft haben, erledigen sich auch nicht von selbst. Dafür müssen wir daher eine Möglichkeit finden. Eine weitere wichtige Institution, die in den letzten 10 Jahren aufgebaut wurde, ist die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung, FRIEND. Sie ist eine Public-Private Partnership besonderer Art. Ein Zusammenschluss von staatlichen Organisationen, kirchlichen Hilfswerken, zivilgesellschaftlichen Netzwerken und politischen Stiftungen. Hier wird Krisenprävention und Friedensförderung fast tagtäglich weiterentwickelt, werden Ideen und Erfahrungen zwischen Politik und Praxis ausgetauscht, zum Beispiel zu so vielfältigen Themen wie Landkonflikten, Transitional Justice oder der Frage, welche Ansätze in der Friedensarbeit sich als wirksam erwiesen haben und welche nicht. Regelmäßig finden runde Tische zu Krisenregionen statt, zum Beispiel zu aktuellen Konfliktgebieten wie Syrien, Ägypten und Mali,
aber auch zu den vergessenen Konflikten in Kenia, in Indonesien, in Nepal oder im Südkaukasus, die derzeit nicht im Fokus der öffentlichen Debatte stehen. Wir haben darüber hinaus eine aktive deutsche zivilgesellschaftliche Fachöffentlichkeit, die den Aktionsplan gefordert hat, wie die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, im Beirat zum Aktionsplan mitarbeitet, Stellungnahmen zu den Umsetzungsberichten formuliert, im ständigen Dialog mit dem Unterausschuss Zivile Krisenprävention steht. Erstmals haben wir eine gemeinsame Stellungnahme von 4 zivilgesellschaftlichen Netzwerken erhalten, der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, dem Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe FENRO, dem Forum Menschenrechte und dem Konsortium Ziviler Friedensdienst. Außerdem liegt uns eine Stellungnahme der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, und des Beirats zum Aktionplan vor. Wir haben alle diese Stellungnahmen als Unterausschuss aufmerksam gelesen. Mehr Aufmerksamkeit für die Bedrohungen, denen Zivilgesellschaft in Konfliktländern ausgesetzt ist, können wir auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe geben. Die Stärke des Aktionsplans von vor 10 Jahren ist, dass er deutlich gemacht hat, dass Friedensförderung eine Querschnittsaufgabe ist, zu der alle Ministerien etwas beitragen können. Seine Schwäche damals war, dass in 161 Einzelpunkten mögliche Aktionen vorgestellt wurden, aber keine übergreifende Strategie enthalten ist. Insofern haben wir tatsächlich, Frau Brandner, noch eine große Aufgabe vor uns, eine deutsche Strategie für Friedensförderung und Konflikttransformation zu entwickeln. Die Rolle des Parlaments wurde schon angesprochen. Es ist verantwortlich für die Finanzierung. Und wir haben nicht nur mehr Geld für den zivilen Friedensdienst erreicht, sondern wir haben auch mehr Geld für humanitäre Hilfe eingestellt im aktuellen Haushalt. Und 2014 wurde ein neuer Titel für Projekte in Ländern der östlichen Partnerschaft eingerichtet, der übrigens zu den 150 Millionen dazuzurechnen ist, die Frank-Walter Steinmeier vorhin erwähnt hat, genauso wie die Mittel für das ZIF oder für die Transformationspartnerschaften in Nordafrika. Wir haben im Unterausschuss Anfang November gemeinsam mit dem Innenausschuss eine Anhörung zu Polizeimissionen durchgeführt. Und am 2. März werden wir uns im Unterausschuss ebenfalls öffentlich mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen für ziviles Personal im Ausland befassen. Bei der Anhörung zu Polizeimissionen wurde deutlich, dass Deutschland zu internationalen Polizeimissionen eher qualitativ als quantitativ beitragen kann, weil es bei uns aus guten Gründen keine militärisch organisierten bzw. dem Militär unterstehenden Polizeieinheiten wie die französische Gendarmerie oder die italienischen Carabinieri gibt. Wir können und sollen zukünftig mehr Fachleute, die ihr Praxiswissen weitergeben können, in Einsätze der Vereinten Nationen und der Europäischen Union entsenden, aber keine Hundertschaften der Bereitschaftspolizei. Bei der Anhörung wurde auch deutlich, dass in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe internationale Polizeimissionen die Einsätze kompetent vorbereitet, begleitet und ausgewertet werden. Uns wurden konkrete Vorschläge vorgestellt, darunter relativ einfach zu erfüllende, wie eine regelmäßige Unterrichtung des Deutschen Bundestages über die internationalen Polizeimissionen und eine Verankerung in der polizeilichen Aus- und Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte. Ich hoffe, dass wir bei der Anhörung am 2. März weitere konkrete Vorschläge für den gesamten Bereich der zivilen Fachkräfte in internationalen Einsätzen erhalten. Deutschland übernimmt 2016 den OSZE-Vorsitz. Das ist ein weiterer Aspekt von mehr Verantwortung übernehmen. Deutschland hat, die OSZE hat eine entscheidende Rolle in der Ukraine-Krise gespielt. Es ist derzeit der einzige Rahmen, in dem die Staaten in und um Europa über Sicherheitsthemen und vertrauensbildende Maßnahmen diskutieren und verhandeln können. Und deswegen ist es gut, dass Deutschland 2016 den Vorsitz übernimmt und jetzt schon im Rahmen der Troika-Konstruktion der OSZE mit Verantwortung übernimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige
Debatte leistet einen Beitrag zu dem, was sich die Fachöffentlichkeit lange gewünscht hat, zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung öffentlich sichtbarer zu machen. Mission Frieden hat die Süddeutsche Zeitung gestern die Vorschau auf unsere heutige Debatte betitelt. Das nehmen wir gerne auf. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Thorsten Frey, CDU-CSU.